Yo, Peter, willkommen, Biber, ich bin Mika. Ja, heute ist das Filmbegabungsfilm Omega im Oberraum Reimhausen. Genau was ich sage, an dieser Adresse, wo wir immer alle ein Jahr, immer einmal im Jahr, immer hier befinden. So, heute will ich euch mal zeigen, wie mein Alltag so hier allgemein aussieht, so Routine ist. So, bevor wir im Video starten, zeige ich gerne bei Folgen in Kommentaren, weil dieses Video ist mir sehr hilfreich und sehr wichtig und sehr unterhaltsam. Übrigens, zeige ich gerne bei Folgen, dann würde ich mal sagen, wir legen mal direkt los. So, was wir als erstes machen, also beziehungsweise ist, ich setze mich immer hier hin, weil ich habe mir vorhin, habe in meinem erstes Ei gegessen, ich habe im Samen zwei Ei gegessen. So. Dann haben wir hier mein Handy, ich mit meinem Handy, sondern mein Vater Handy. Mit diesem Handy mache ich Fotos, das heißt, dieses Handy macht sehr gute Fotos, Leute. Ihr könnt es gar nicht glauben, ja. Mein Handy ist auch so besser wie das Handy, Leute. Das heißt, dieses Handy werden wir wahrscheinlich auch holen, aber vielleicht bei Jahren, falls ehrlich gesagt, gar nicht. Weil ich bin sehr zufrieden, Leute. So. Ich darf gar leider nicht rein, Leute, weil wäre die Besucher meinem Mund gesagt, da gab ich leider nicht rein. Warum? Weil da die private Stadt drin sind. Die Fahrzeuge kriegen, alle kriegen. Ich darf gar leider nicht rein, aber dafür zeige ich euch mal was. Da sind ein Kühlschrank gezeigt, ein Kühlschrank drin. Und da habe ich Ränge, da kann ich Eis holen, da kann ich alles machen, Leute. Das heißt, ich kann mir Eis holen, ich kann mir Ränge holen. Da ist Bier gesehen, Cola gesehen, so wie hier Eis zusammenbringen, also alle, was mit Essen umbringen, zu tun hat, Leute. So, hier ich war in meinem Hauptrack hier geteilt, wir gehen mal hoch und zeige euch das Ganze. So, gehen wir mal Treppen hoch. So, hier ich war in meinem Büro sozusagen, hier mache ich war in meinem ganzen Deko-Video. Das heißt, ich stelle mein Handy quasi so hin, ja, das heißt, so wie ich gerade filme, sondern ich stelle mein Handy quasi so hin, dann mache ich einfach Kante oder alle möglichen Leute, ja. Das heißt, hier mache ich quasi mein ganzes Kiko-Videos, Leute. Falls ihr immer auf Kiko folgt, könnt ihr mal gerne folgen mit meinem regelmäßigen Videoschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen. Hier genieße ich mal die ganze Sonnenuntergang, das heißt, wenn hier mal schön dunkel wird, um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, dann ist hier die Sonnenuntergang, hier genieße ich die Sonnenuntergang. So, das heißt, wenn man eben am Feierabend hab und fertig bin mit dem Video, dann kann ich hier quasi gang und mal die Sonne am Saum. So. So. Dann machen wir mal weiter hier. Der Rasen, das heißt, hier, diesmal der Rasen, war ich. Das heißt, wenn wir mal hier sind, damit wir hier den Rasen hier nehmen und halt nass machen, gießen, das heißt, warum? Weil, damit der Rasen hier mit aufkommt, das heißt, wenn kein Wasser rauskommt, ja, oder keine Flüssigkeit, dann kommt man den Rasen aus, dann wird gelb, das heißt, gelb ist das Ganze, dann sieht er mir so schön auf. Und deswegen, damit der mich hier gelb wird und mich auch rumschmeckt, braucht der Rasen Wasser, das heißt Flüssigkeit. So, dann gehen wir mal raus. So, gehen wir mal hier durch Eingang. So, das heißt, wir parken unser Auto immer hier, weil, warum? Weil hier Gebäck geparkt ist. Das heißt, wenn hier mal Beschwerden kommen, das heißt, wenn mal einmal auf die Idee kommen, die Polizei rufen, die einfach Müll, ja, dann weiß ich, aha, hier wird gearbeitet, Leute. Und deswegen, wir brauchen den Nachweis, damit wir hier waren, Leute. Das heißt, wenn wir da vorne parken, dann haben wir mit geregelten Nachweis. Deswegen hier der Bett geparkt, Leute. So, dann gehen wir mal vor. Mein Kollege macht auch den Rasen, weil wir haben eben gar Rasen genäht. Das heißt, wir haben einen Rasen hier, aber keinen
Benzin kann ja einem Strom rannehmen, so elektrisch. Das heißt, wir haben hier Moran genäht. Hier haben wir es wirklich geweiht. Das heißt, wir haben hier richtig gearbeitet. So. Und übrigens, Leute, wir haben hier einen Gasantrieb. Das heißt, wenn wir keinen Bock haben, hier selber machen, dann können wir einfach über die Maschine machen. So, erfülle ich hier an den Timer. So, der Kollege macht so einen Rickig. Hier haben wir so gemeinte Kehrmaschine. Ich kann mit elektrisch und dann kann man einfach so Sachen schieben. Das heißt, ich mache wie ein Einkaufswagen. Das heißt, hier kann man einfach ganz mal schieben. Und oben ist Kabel oder Strom drauf. So, und so was habe ich auch in der Schule gehabt. Weil in der Schule habe ich gelernt, dass man einfach mit Gefühl einfach schieben muss. Ganz einfach, Leute. So, da gab ich Lager mit hin. Weil, warum? Weil die ganze Auto gab dem, Leute. So, da unten waren die Toilette. Das heißt, wenn man Pipi machen oder mal kackern muss, dann kann ich ganz mal hier eine Toilette geben. Oma ist einfach blöd und arschweise in der Hose machen muss, Leute. So, ja, jetzt kommen wir mal ein sehr besonderes Thema, was euch nur anstressen will. Ich war diese Tür hier, Leute. Immer wenn wir hier reinlaufen, das heißt, die Tür klemmt ein bisschen, Leute. Das heißt, wenn man mal die Tür mal sucht, das ist mal ein Beispiel, Leute. Wenn wir die Tür ausschließen, ist es so pumperiert, Leute. Ja, wir müssen immer so gucken, aha, die Tür ab oder mit, Leute. Das Ausschließen ist anstrengend, als mit reinlaufen, Leute. Das heißt, die Tür ausschließen dauert länger als mit reinlaufen, Leute. Und deswegen müssen wir gucken, dass die Tür mit klemmt oder die Tür mit kaputt geht. Ganz einfach. So. So, jetzt kommen wir mit dem Halle-Thema, super. Tomaten. Das heißt, es sind Tomaten, selbst angebaute Tomaten. Zeigen sie mir auch den Supermarkt oder was auch immer. Können die Shampoo hier abnehmen, der Shampoo einfach. Macht mal vor. So, hier haben wir die Tomaten. Die Shampoo einfach abmachen. Dann mal essen, ohne du die Wette kaufen musst. So, Leute, das heißt, wenn ihr mal mit eurer Oma oder eurem Mutter mal so Anbau, ja, und ihr habt Rosenhummer, ja, und ihr habt keinen Bock, eine Igel oder Pemmi oder Algi oder Methuso fahren oder Globus, dann seid ihr genau richtig. Dann könnt ihr einfach da so nachen bei eurer Oma oder Mutter oder Großvater einfach pflanzen. Ganz einfach. So, ja. Also hier fühle ich mich so ein Wohnen, also das war so mein Alltag, Leute, ja, ist so okay mit mir, Leute. So, okay, Leute, ich will mal sagen, mit beim Gameo, Leute, ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Wenn euch gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Wenn euch gefallen hat, wie gesagt, folgt mir in Gacham, weil ich den Video schreibe, so gibt es eher und konkret mein Bilder und mein Dori, ich hab eben wieder mit dem Problem Handy gezeigt habe, mein Bilder erschlossen, wenn mir gerne folgen, kriege ich in die Beschreibung in meinem Kicker-Account und Kelly. Mein Bilder, abonniere mal, Kala, klicke bei mir, dann kommt in Gang. Einmal bei mir, ich um, wenn ich mir Holham habe, dann sage ich auch mal Dank. Und die Leute, die bei Rosting, beim, die Amsterdam, hohe Beginner, abonniere mal, Kala, klicke bei mir, dann kommt in Gang. Moin, komm, Kang, moin, wie, und moin, bei mir, ich um, wenn ihr Hose habt, gebt mir gerne mal oben mit eurem Feinmach. Schreibt eure Meinung und eure Fragen in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis dahin, bis zum nächsten. Euer Biber.